Wir verlassen den Caravan Salon 2023 und bei uns heißt es nicht nach der Messe ist vor der Messe, sondern nach der Messe ist der Anfang unserer Dänemark-Reise. Herzlich willkommen zu unserem Video, in dem wir euch nach Dänemark entführen wollen. Dann sind noch ein paar Pflichten, die vor einer entspannten Reise erledigt werden müssen, und damit fangen wir gleich an. So, das war's dieses Jahr wieder mit dem Caravansalon in Düsseldorf. Jawohl. Wir fahren jetzt weiter. Es regnet sowieso, also anscheinend sind die hier traurig, dass wir jetzt gehen. Na logisch. Aber ja, irgendwann muss man halt weiterfahren. Ja genau. Wir müssen. Jetzt machen wir hier noch eine kurze Entsorgung. Und dann kurz ist gut, es ist alles voll, was leer sein sollte und alles leer, was voll sein sollte. Okay, also das machen wir jetzt wieder in die richtige Reihenfolge und dann geht's weiter. So, das ist natürlich wieder mal der Hit. Das ist das zweite Mal, dass wir eine neue Scheibe kriegen und das zweite Mal fahren wir los. Beim ersten Regen ist der Schreibtisch ja nicht in Ordnung. Jetzt können wir schauen, dass wir eine Ausfahrt finden, dass wir den reparieren können, denn da stelle ich jetzt nicht einfach hin. Was natürlich echt super ist, jetzt haben wir die zweite Frontscheibe schon eingebaut bekommen und beim ersten Regen funktionieren die Scheibenwischer nicht. Und das jetzt natürlich mitten auf der Autobahn, da kommt natürlich Freude auf. Naja, und Helle wird es jetzt auch hoffentlich auf die Reihe kriegen. Es sieht mal schon mal ganz gut aus. Natürlich nicht schön im Regen jetzt da draußen die Scheibenwischer zu reparieren. Helle hat es geschafft. Super, Gott sei Dank. Langsam bei der Mechaniker. Ja, ja. So, jetzt müssen wir nur noch uns wieder einfädeln, Warnleuchte rausmachen. Die ist schon draußen, war nur der Blinker nach links. Ah, okay. Dass ihr wieder nicht aufpasst. Nein, ich habe es nur gehört, halt, dass da was sich tut. Also, weiter geht's. Nach einmal waschen, trocknen, hängen und einer Zwischenübernachtung näherten wir uns schon dem ersten Urlaubshighlight auf der Insel Fehmarn an. Fischbrötchen. Lecker! Fischessen auf Fehmarn ist auch nicht mehr so günstig, wie es mal war. Aber dafür ist er gut. Das werden wir gleich feststellen. Bestimmt.
ein Gedicht. Auch ein Gedicht. Nachdem wir unsere Fischbrötchen in Burg auf Fehmarn genossen haben, ging es weiter zum anderen Ende der Insel, nämlich nach Puttgarden. Hier fuhren wir auf die Autofähre. Unser Ziel von der Insel Fehmarn auf die dänische Insel Lolland und dann weiter zur Insel Seeland, auf der sich Kopenhagen, unser erstes Hauptziel, befindet. Nach Ankunft auf Lolland wollten wir uns als erstes einen Übernachtungsplatz suchen. So, wir sind jetzt in Dänemark. Ja, genau. Und zwar sind wir jetzt in Holleby. Wir sind also mit der Fähre von Puttgarden, also Insel Fehmarn, auf die Insel Lolland übergesetzt. Und das ist in Dänemark. Genau. Und frisch von der Fähre herunter, die übrigens nicht ganz billig ist, 133 Euro. Frisch von der Fähre runter sind wir in der ersten Ortschaft. Und da stehen wir jetzt hier an einem Parkplatz und da werden wir die erste Nacht verbringen. Genau so machen wir das jetzt. Und morgens, dann beginnt unser Dänemark-Trip. Genau, und morgen sehen wir weiter. Ja. Nach dieser Nacht machten wir uns erstmal auf den Weg nach Maribo, der nächstgrößeren Stadt, besorgten uns einige Lebensmittel und die Fahrt ging weiter Richtung Nested. Gespannt waren wir dabei auf die Überquerung der ersten größeren Brücke mit dem Wohnmobil. Bevor man auf die Hauptinsel Seeland kommt, muss man von der Insel Falster über den Storstromen eine große Brücke passieren. Auf die freuen wir uns natürlich und die zeigen wir euch auch etwas beschleunigt. Angekommen in Nestved fanden wir diesen Stellplatz vor. So, wir sind jetzt in Nestved. Ja, und das ist jetzt in Seeland. Jawohl. Also wir haben Lolland verlassen, sind über die Brücke gefahren und sind jetzt in Nestved. Und schreiben es halt unter ein. Ja, genau. Und unser Eindruck von den Dänen, dass das das glücklichste Volk ist von der Welt,
Da können wir nur bestätigen, die winken, also so oft freundlich ist uns schon lange nicht mehr zugewunken worden. Ja, und vor allen Dingen, jetzt war sogar ein ganz netter Däne hier und der uns jetzt ein Ausflugsziel empfohlen hat. Und nicht nur das Ausflugsziel, der hat gesehen, dass wir in der Innenstadt auf Parkplatz zu sind, hat uns einen Stellplatz, auf dem wir jetzt stehen, empfohlen. Ja? Und da kann man 24 Stunden kostenlos stehen mit Fahr- und Entsorgung. Das nutzen wir natürlich gleich aus, zumal es nur genügend freie Plätze gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und eben zu dem Ausflugsziel, da wollen wir jetzt eigentlich mal hinfahren. Da satteln wir jetzt unsere Räder und dann fahren wir dahin. Da soll es Bäcker, Restaurant, alles Mögliche geben. Und wir schauen uns jetzt doch mal an, ob wir da einen ordentlichen Tipp gekriegt haben. Ja, genau. Jawohl, also bis jetzt können wir sagen, Dänemark gefällt uns. Lolland war ganz toll. Und jetzt das Seeland macht auch schon mal einen ganz guten Eindruck. Na ja, jetzt schauen wir mal, was uns alles weiter erwartet. Genau. So, ganz überraschend sind wir jetzt an den schönen Sandstrand gekommen. Und ich gehe auf jeden Fall mit meinen Füßen da mal rein. Das muss ich natürlich schon ausprobieren. Ja, dann los, ja. Ja, du, da sind so viele Däne im Wasser drin. Eigentlich so kalt kann es doch ja, nicht sein. Ja, die Winken sind halt im Nehmen. Kann natürlich auch sein. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Schön kalt ist dieses Wasser. Ich glaube, ich habe kein Wikingerblut in mir. So, wir sind immer noch in Nestwed und haben eine wunderbar ruhige Nacht verbracht. Also ist wirklich sehr zu empfehlen, der Stellplatz. Ja, spricht nichts dagegen, ja. Und in Nestwed, es zeichnet sich ja dadurch aus, dass hier der längste Fluss Dänemarks mündet. Mhm. Und zwar die Susa. Die Susa. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie die Susa ausschaut. Drehen wir uns mal rum gemeinsam, Ossi. Hier seht ihr, das ist die Susa. Für dänische Verhältnisse ein großer Fluss, für deutsche Verhältnisse natürlich nicht. Und die ist 89 Kilometer lang und längste Fluss Dänemarks.
weil halt alles so inselmäßig zerklüftet ist. Genau, wir sind ja hier auf Zeeland. Ja, genau. Und so ähnlich spricht sich's aus. Ja. Nicht Loland, sondern Zeeland. Zee oder so. Und jetzt schauen wir uns nochmal in die Städtle rein, weil das ist nämlich auch sehr interessant. Und wenn wir zurückkommen, dann machen wir uns fertig und dann fahren wir Richtung Kopenhagen. Ja, genau. Wir müssen dann noch Fähr- und Entsorger und dann geht's weiter. Geht hier alles kostenlos. Also echt ein super Service von den Dänen. Das muss man schon ihnen lassen. Dafür wird es dann in Kopenhagen etwas kostspieliger. Ja, Großstadt. Eben. Was kostet die Welt? So, also jetzt gehen wir in den Ort rein. Genau. Wir sind hier bloß ein paar Minuten zu Fuß. Wir gehen das sogar zu Fuß heute. Wow. Und da schauen wir uns das Städtle an. Soll schöne Fachwerkhäuser haben und eine sehr alte gotische Kirche. Ja, müssen wir jetzt nicht erzählen. Kommt einfach mit. Also auf geht's. Also gestern stand noch Lugge da. Also geschlossen. Heute steht gar nichts und ein Lichtle brennt. Das heißt, die Chance ist groß, dass wir reinschauen können. Ja, wenn vielleicht nicht gerade Messe oder irgendwas drin ist, ja. Das ist St. Petri persönlich, ja. Von 1250 wurde das Mittelschiff gebaut. Fensterlos anscheinend, ja. Also gehe ich mal davon aus, dass es dunkel ist. Ist ein gotischer Bau. Ja, mittlerweile können das ja Fenster zusammen. Ich habe keine gesehen, aber wir werden sehen von innen. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich gehe mal rein und dann schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall soll das die älteste gotische Sakralbau in Dänemark sein. Ja, was auch immer das jetzt von der Relativierung her bedeutet. 1250 ist ja schon ein gewisses Alter. Würde ich auf jeden Fall sagen. Da schauen wir jetzt rein. Ja. So, jetzt sind wir natürlich voll in der Messe reingeplatzt. Aber ein bisschen Andacht hat uns auch nicht geschadet. Nein, zumal wir ja jetzt auch noch den Segen bekommen haben. Richtig, den Segen haben wir auch noch bekommen und die sind sehr nett hier. Die haben gesehen, dass wir touristisch hier sind, haben sie uns gleich eine Beschreibung von der Kirche dazu, nach der Messe natürlich hergereicht. Und zwar auf Deutsch. Auf Deutsch, ja. Also anscheinend sieht es uns an, dass wir Deutsche sind. Ja, und die Dänen ist also wirklich ein tolerantes Volk, das müssen wir ganz klar sagen, oder? Also bis jetzt haben wir noch keine negative Erfahrung. Ja, obwohl wir da jetzt mitten in die Messe reingeplatzt sind. Ja, aber es war eigentlich auch mal ganz interessant, weil es gibt doch ein paar Unterschiede, wie hier die Messen abgehalten werden. Ich weiß nicht, wie bei uns evangelische abgehalten werden. Weiß nicht, ob das evangelisch war. Das war evangelisch, oder mit dem Pastor. Da sind keine Ministranten da und der Pastor. Ah, okay. Da läuft er, ja. Also, die Ossi. Ich bin katholisch sattelfest. War ich mal. Auch ich bin noch katholisch. Ja. Das bist du immer. Bist ja getauft. Ja. Und wir kommen raus aus der Kirche und die Sonne strahlt. Ja, so soll es ja auch sein, oder? Ja, also müssen wir wahrscheinlich öfters in die Kirche gehen. Bei Schlechtwetter.
Das war das erste Video von unserer Dänemark-Reise. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie wir Kopenhagen erreichen und wie wir schlussendlich gescheitert sind. Wir zeigen euch aber auch, wo wir diesen tollen Freistehplatz gefunden haben, an dem wir 2 Nächte verbringen konnten. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.